Heute wollen wir den Tagesmarkt in Alutgama besuchen. Pünktlich ist Richard mit einem dreirädrigen Duk-Duk zur Stelle. Auf dem Bananenmarkt spürt man den Reichtum der Natur. Sie beschenkt die Inselbewohner wegen des tropischen Klimas das ganze Jahr über mit exotischen Früchten. Hier kaufen vor allem Großabnehmer aus der Umgebung. Die Märkte sind für uns wegen ihrer Vielfältigkeit und Farbigkeit immer wieder interessant. Hier aber ist das Spektakel besonders groß. Lautstark bieten die Händler ihre Waren an. Dabei scheinen sie sich gegenseitig übertreffen zu wollen. Man kann sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Wie in Novara Elia kann man sich auch hier eine Betelnussmixtur kaufen. Wegen der aufputschenden Wirkung zählt die Mixtur auch als Wunderwaffe, die verlorene Potenz wieder aufzurichten. Ob die Patienten danach tatsächlich die Kamasutra rauf und runter exerzieren können, sei dahingestellt. Große Aufregung. Ein Waran streift bedrohlich fauchend durch den Hotelgarten. Mit seiner gespaltenen Zunge, die auch seinen Geruchssinn beherbergt, scheint er etwas zu suchen. Wahrscheinlich dieses kleine Waranbaby. Es drängt sich an unserer Terrassentür und sucht eine Zuflucht im Zimmer. Wir sind hier einiges gewöhnt, aber solch ein Tier unterm Bett mögen wir nicht. Diese vorsintflutartigen Drachen können eine erstaunliche Schnelligkeit an den Tag legen. Der Biss ist nicht giftig, kann aber starke Entzündungen hervorrufen. Deshalb ist Vorsicht geboten. Die Schläge mit dem Schwanz können schmerzhafte und blutige Verletzungen herbeiführen. Um die Echse gefügiger zu machen und aus dem Garten zu locken, wird sie mit Fischen gefüttert. Warane verschlingen ihre Beute wie Schlangen im Ganzen. Das Hotelpersonal scheint Erfahrung bei der Vertreibung von ungebetenen Gästen zu haben. Dieser Waran jedenfalls wurde hinter Möbeln in einer Abstellkammer entdeckt und steht nun kurz vor seiner Abschiebung.